Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich begrüße Sie zur Neujahrsansprache. Oh, irgendwas ist hier schief gelaufen. Klar, Moment mal bitte. Das mache ich jetzt das vierte Mal, weil wir alle möglichen Pannen schon hatten im Rahmen dieses der Aufzeichnung. Und lieber Gerhard, es ist nicht wie bei dir damals im verschwitzten Hemd, sondern natürlich richtig geil im FF-Fotoschuhe-T-Shirt. Und dann kann es auch schon losgehen mit der richtigen Neujahrsansprache. Was haben wir vor? Ich will mal kurz ein paar Minuten darüber erzählen, was war 2012, was wird 2013 sein und wer ist besonders zu erwähnen wegen bestimmten Verdiensten oder Dingen, die mit der FF-Fotoschule zu tun haben. Insofern fangen wir erstmal mit den Highlights 2012 an. Eins der Highlights war ohne jeden Zweifel die UMD-Workshop-Reihe, die bei uns in vier Städten stattfand. In Nürnberg vielen Dank an den Thomas, der das dort vor Ort organisiert hat. In Hannover, wo Dominik und Angelika die Workshops gegeben haben. Euch haben wir auch einen Tag besucht, insofern auch vielen Dank an euch. An den Dieter in Bremen, auch bei dir waren wir einen Tag, Dieter, hatten auch viel Spaß. Du hast das in Bremen gemacht und wir dann hier in Hamburg. Wir haben an diesen Workshop-Wochenenden unglaublich viele Teilnehmer durch Workshops geschleust und ich hoffe, jeder ist zu seinem Recht gekommen. Wir haben auch zu vielen von euch noch Kontakt, insofern, das hat uns viel Spaß gemacht und wir würden uns freuen, wenn wir euch mal wieder bei uns begrüßen dürfen. So, dann ohne jeden Zweifel ein Highlight, die Mallorca-Fotoreisen im vergangenen Jahr. Im Februar bedanke ich mich mal im Namen von Dominik und Sandra, die mit mir auf Mallorca waren und dann eben auch mit euch. Und im November bedanke ich mich mal ganz herzlich im Namen von Titus und Dominik und mir, für die, die dabei waren. Ich bin natürlich vorbereitet, sehr klar. Insofern soll das auch einzeln jedem noch mal einmal zugutekommen. Also im Februar, schön, dass ihr dabei wart. An den Nils, Raimund, Klaus, Ralf, die Nicola, Andreas, an Kolja und an Silvia, an Karin und an Heidi und natürlich an den Quincy. Hat uns viel Spaß gemacht mit euch im Februar, das wisst ihr auch. Viele von euch sind ja auch im nächsten Novembertermin, der übrigens ausgebucht ist, bei der Fortgeschrittenenreise dabei. Da freuen wir uns wieder auf euch. Und beim Novembertermin dieses Jahr möchten wir uns herzlich bedanken bei Conny, Margot und Burkhardt. Burkhardt ist auch auf der Fortgeschrittenenreise nächsten November dabei. Burkhardt, wir sehen uns also wieder. An Sabine, bei Sabine wollen wir uns bedanken, bei Alex, bei Wolfgang, hallo Wolle, bei Karin, bei Lukas, bei Monika. Und natürlich auch noch bei Andreas, Miriam, Hans-Peter und Martina. Auch mit euch hatten wir viel Spaß, wie ihr auch wisst, vielleicht auf eine etwas andere Art und Weise, aber nichtsdestotrotz, auf Mallorca hatten wir sehr viel Spaß. Wer sich über unsere Fotoreisen informieren möchte, guckt auf www.mallorca-fotoreise.de. Wir haben im April noch Plätze frei bei der Basisreise, im November bei der Basisreise und im November bei einer fortgeschrittenen Reise. So, dann sind wir jetzt noch im Headquarter gezogen. Ihr seht den Tannenbaum und den Garten im Hintergrund. Endlich vernünftige Arbeitsbedingungen, auch insbesondere was das Büro betrifft. Nicht auf 250 Quadratmetern im Studio alleine rumhocken. Das ist auch eine coole Sache, ohne jeden Zweifel. Eins meiner persönlichen Highlights war dann noch China. Ich habe es euch schon mehrfach versprochen. Ihr werdet noch Bilder davon sehen. Vielleicht nicht ganz so viele, wie ihr erwartet und auch nicht ganz so viele, wie ich sie gemacht habe. Aber es war ja auch eine Reise, die für mich war. Insofern werde ich das ein oder andere auch für mich behalten, aber euch auch noch wieder daran teilhaben lassen. Schaut weiter rein. Cool war in diesem Jahr auch wieder die Fotokina, weltgrößte Fotomesse in Köln. Waren wir auch ein paar Tage da. Das hat sehr viel Spaß gemacht. War natürlich auch stressig wie immer, aber egal. Wir haben viele alte Kontakte aufgewärmt und gepflegt und neue Kontakte geknüpft. Auch da wird das eine oder andere sicher in der Zukunft noch zugutekommen. Wir sind da weiter in Kontakt mit dem einen oder anderen von der Fotokina. Dann gilt unser ganz besonderer Dank natürlich unseren Kunden, all denen, die dieses Jahr bei Fotokursen, Fotoseminaren, bei Fotoreisen und bei Fotoworkshops bei uns waren. Es sind unglaublich viele dieser Kurse gebucht worden. Vielen Dank an euch, vielen Dank an die, die Gutscheine gekauft haben und verschenkt haben. Wir werden auch im kommenden Jahr ein qualitativ hochwertiges Programm anbieten. Natürlich dürfen auch die Freunde, Partner, Sponsoren der FF-Fotoschule nicht zu kurz kommen. Insofern vielen Dank an den Rüdiger Hofer vom DSLR Forum, an den Gerd Artus von Hensel, natürlich an die Foto-Community, sowohl an die neue Geschäftsführung, die alte Geschäftsführung, aber auch alle Ansprechpartner dort. Auch vielen Dank, dass Sie bei euch auf der Bühne, auf der Fotokina präsent sein durften. Schöne Grüße gehen also nach Bonn. Dann gilt ein großer Dank auch der Firma Sunmounts, die immer wieder uns auch mit Reflektoren
und gutem Lichtequipment und zumindest unterstützt. Schöne Grüße an Priolight. Priolight haben wir auch schon mal vorgestellt, uns auf der Webseite. Eure Anlage war jetzt zuletzt mit auf der Mallorca Fotoreise, hat sehr gut gefallen, sehr gut durchgehalten. Vielen Dank für die zwei mobilen Blitze. Dann danken wir Nudel Ninja für das zur Verfügung stellen der Nodal-Köpfe, der Pano-Köpfe. Natürlich gehen auch noch Grüße nach Köln an Fototv und Marc Ludwig und das ganze Team. Vielen Dank auch euch. An Gossen für Belichtungsmessungstechnik und an die Firma BIC, die uns nach wie vor mit Equipment im Fotozubehörbereich versorgt. Und dann last but not least an Panosaurus, die uns auch mit Panoramaköpfen für die Panorama-Workshops versorgt haben. Vielen, vielen Dank. Dann möchte ich einmal ganz kurz Danke sagen bei allen Models, die mit uns gearbeitet haben. Erstmal pauschales Dank an alle. Da sind ein paar erwähnt, die ständig und immer wieder mit uns arbeiten. Sollen auch namentlich erwähnt werden. Einmal an Roxy, vielen Dank für deinen Einsatz, unermüdlich. Und auch, dass wir uns auf Mallorca im Februar sehen. An Franzi, an Sabrina. Sabrina war am letzten Februar mit auf Mallorca. Wer sie wiedersehen will, guckt bei RTL in der neuen Staffel der Bachelor rein. Dann an Christian, die Sommersprosse, an Tanja, an Angelika und an Miriam. Vielen Dank für euren unermüdlichen Einsatz. Erzählt es weiter, dass es toll bei uns ist, auf den Workshops zu arbeiten. Dann kommen bestimmt auch noch Kollegen von euch. So, dann geht mein ganz besonderer Dank natürlich allen Dozenten. Die meisten von euch sind schon länger dabei. Ich erspare es mir, jeden Einzelnen zu erwähnen. Jeder weiß, was er in diesem Jahr geleistet hat. Ich weiß es auch zu schätzen. An vielen Stellen wirklich herausragende Dinge. Vielen, vielen Dank dafür. Dank euch, ihr seid das Aushängeschild der FF-Fotoschule, läuft es so, wie es läuft. Schönen Dank in die Republik an jeden Einzelnen von euch. Dann vielen Dank natürlich an Sandra. Sandra macht hier in Hamburg die Organisation von Events, Modelbuchungen, Prozessen und all so ein Krempel. Sie hat für die reibungslosen Abläufe auf den Fotoreisen gesorgt und ähnliches. Hat immer dafür gesorgt, dass die Models nicht nur da waren, sondern auch Spaß hatten. Und insofern vielen Dank an Sandra für den unermüdlichen Einsatz. Ja, das war's mit den Lobeshymnen, Danksagungen und ich weiß nicht, was noch allen. Jetzt kommt eine ganz besondere Bitte an die Key-Accounter von Groupon. Bitte ruft mich nicht mehr an. Ich habe es euch so oft gesagt, ich habe es euch geschrieben, wir haben dazu gesprochen, ich möchte für euch nicht kontaktiert werden. Das wäre mein ganz persönlicher Wunsch für 2013. Ich werde auch demnächst auf der Webseite nochmal über die Kollegen und wie andere Fotokursanbieter damit umgehen, nochmal berichten. Das wird ein sehr spaßiger Beitrag. Jeder, der den lesen möchte, sollte weiter reinschauen. So, und dann, was haben wir für 2013 auf dem Zettel? Für 2013 haben wir auf dem Zettel 5x Mallorca. Einmal im Februar, einmal im April, eine fortgeschrittene Reise im November, eine weitere fortgeschrittene Reise im November und eine Basisreise im November. Da freuen wir uns auf alle, die es buchen. Sollte es noch mehr Buchungen werden, die sowieso schon da sind, dann gibt es vielleicht sogar noch Zusatztermine. Aber ansonsten freuen wir uns auf euch bei diesem bisher feststehenden Termin. Februar ausgebucht, 1. November fortgeschrittene Reise ausgebucht, Plätze frei im April, allerdings nur noch zwei. Und auf der Basisreise der fortgeschrittenen Reise im November, da würden wir uns freuen, wenn wir euch da sehen würden. So, was haben wir persönlich noch so vor in 2013? Wir wollen in der Fläche und auch in der Breite ganz leicht sozusagen expandieren. In der Fläche, indem wir 2, 3, maximal 4 neue Städte ans Netz nehmen. Mehr wäre einfach unrealistisch. Und wir wollen weitere Themen in weiteren Städten anbieten. Das heißt zum einen natürlich, dass was es schon gibt, auf die vorhandenen Städte ausweiten. Das ist an einer Stelle schwieriger, als der ein oder andere von euch es wahrscheinlich sich vorstellt. Denn am Ende machen meine Dozenten das, was sie können und unterrichten das, was sie können und nicht irgendetwas, was sie eigentlich sonst selber in ihrem Beruf gar nicht fotografieren und, oder fotografisch auf dem Zettel haben. Und insofern werden wir da auch noch den ein oder anderen Dozenten akquirieren müssen und wollen, um dann sozusagen auch noch bestimmte Themen in bestimmten Städten, die heute nicht repräsentiert sind, anbieten zu können. Wer da Themenwünsche hat, wie gesagt, schickt eine Mail. Und persönliches Anliegen hier für Hamburg ist, wir suchen nach wie vor einen Assistenten. Könnt auch ihr, wir sind da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir jemanden finden, der hier uns gut unterstützen wird und von der unglaublich langen To-Do-Liste ein paar Dinge mit abarbeitet. Wenn ihr da jemanden kennt, der weiß, wie man den Fotoapparat bedient und außerdem motiviert und einsatzwillig ist, dann könnt ihr natürlich auch gern kurz mailen und denjenigen bitten, sich bei uns zu melden oder wie auch immer. Wir suchen in jedem Fall jemanden. Und dann wird so die zweite Jahreshälfte sicherlich auch im Zeichen der Vorbereitung der Namibia-Reise in 2014 stehen.
Insofern, auch das haben wir auf dem Zettel. Und die vielen anderen Dinge, die ich in den letzten Videos, Mails, Newslettern und was der Gerbe schon erwähnt habe, habe ich jetzt nicht vergessen oder sind nicht von der To-Do-Liste runtergerutscht oder werden nicht mehr stattfinden, sondern werden einfach jetzt nicht erwähnt, weil ich mich auf das Wesentliche konzentrieren will. So, bleibt mir zu nur ein guter Rutsch zu wünschen. Kommt gut ins neue Jahr 2013. Bleibt gesund. Wir wünschen euch viel Erfolg, viele, viele gute Fotos. Habt Spaß am Fotografieren und bleibt uns wohl gesonnen. Auf bald. Tschüss, tschüss. Frank Fischer, www.ff-fotoschule.de. Ich wünsche euch was. Tschüss. Bleibt mir zu nur ein guter Rutsch zu wünschen. Kommt gut ins neue Jahr 2013. Bleibt gesund. Wir wünschen euch viel Erfolg, viele, viele gute Fotos. Habt Spaß am Fotografieren und bleibt uns wohl gesonnen. Auf bald. Tschüss, tschüss. Frank Fischer. Was das mitgeteilt haben, so dass das alles hier für den Arsch ist, weil die, das Mikro ja gar nicht angeschlossen ist. Da kann ich ja noch 3 Stunden satteln. Und hinterher nicht wundern, warum die Sache nochmal nicht funktioniert. Auf der Fotokina und ein bisschen. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Akku, alle. Jetzt habe ich echt keine Lust mehr. Jetzt gibt es keine Neujahrsansprache. Ich poste jetzt auf der Webseite, dass dieses Jahr die Neujahrsansprache ausfällt. Wegen ist nicht.